Ja, hallo an alle Zuhörer, die mir hier zuhören. Ja, heute, wie fange ich am besten an? Ja, geht es um weitaus mehr. Also, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig anfangen soll, weil das für mich auch noch ein bisschen. Ich will euch nicht gleich verstören, weil ich muss sagen, ihr könnt das auch nur verstehen, wenn ihr einen gewissen Horizont habt. Ja, also geistigen Horizont. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt von Grenzen durchzogen seid. Ne? Also das heißt, wenn ihr auch an Fremdes zulassen könnt und nicht gleich alles in eine Schublade steckt. Ja, und wenn ihr sagt, okay, ich höre mir das einfach mal an und guck, ob ich damit was anfangen kann für mein Leben. So. Also wenn ihr so offen sein könnt, dann würde ich euch raten, dürft ihr gerne dranbleiben. Und allen anderen würde ich sagen, wenn ihr merkt, das ist nichts für euch, dann dürft ihr auch gerne abschalten und es nicht mehr weiterhören, weil es wird in eine Richtung gehen, die wird den meisten sehr unglaubwürdig erscheinen und mehr in diese Fantasterei gehen. Weil das, was jetzt kommt, ist eigentlich ein sehr spirituelles Thema. Und das ist, ja. Da muss ich selber erst noch mal sehen, wie ich mich strukturiere, ob ich mich strukturiere oder ob ich einfach mein Gefühl laufen lasse, sage ich mal. Ne? Also es gibt so gewisse Sachen. Für mich wird es einfach immer mehr klarer und kristallisiert sich immer weiter raus, dass alles, was ich bis heute gemacht habe, alles einen Sinn hatte. Ja, also war immer auf der Suche nach irgendetwas, aber ich wusste nie was. Das kann ich immer nur von heute zurückgucken. Also wenn ich zurückblicke, kann ich das nur sagen. Ne? Und weil ich konnte es nicht begreifen, was es ist oder ob ich überhaupt was vermisse, weil ich nicht weiß, was es ist. Ne? Also das kann ich ganz schlecht beschreiben. Also ich hatte nur ab und zu mal in gewissen Situationen einfach diesen Moment, oh, ich möchte gerne kreativ sein oder irgendwas in die Richtung, aber was denn? Da ist nichts bei mir. Jetzt durch die Fotografie und wie auch immer, habe ich mich natürlich immer, finde ich mich immer mehr und immer mehr. Also auch durch das Geschreibe. Im Prinzip ist das Schreiben und alles, was ich erlebt habe, die Grundlage dafür, dass ich heute das visualisieren kann, ja, was ich visualisieren möchte, um auch meinen Horizont zu erweitern. Ne? Das ging natürlich so weit. Ich habe meine Fähigkeiten ja auch, wie gesagt, ausgebaut in der Digitalität. Also, das heißt, ich habe Photoshop gelernt. Ich habe im Prinzip sämtliche Digitalisierungsprogramme, um Bilder zu bearbeiten oder Videos habe ich jetzt nach und nach gelernt, einfach weil ich Spaß daran habe, zu visualisieren in irgendeiner Form. Also das ist für mich, ja, also ich bin einfach in meinen Augen ein Visualist und das ist das, was ich immer gesucht habe. Aber das geht halt nur, weil es digital ist. Ich bin kein Maler. Malen kann ich gar nicht. Also das ist ganz komisch. Also wenn ich da irgendwie einen Hund malen sollte, das würde nicht aussehen wie ein Hund, weil ich schon gar nicht wüsste wie. Aber wenn ich digital arbeite, ja, da habe ich viel mehr Substanz, um anfangen zu können, um irgendwie in einen Workflow zu kommen. Also es ist immer ein Flow, wenn ich irgendwie ein Bild gestalte. Es ist im Prinzip wie so ein Automatismus oder vielleicht habt ihr das schon mal gelernt oder gemerkt oder gehabt, dass diese Situation, wenn ihr irgendwie was macht, wenn ihr irgendwie einen Weg fahrt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, den ihr im Schlaf könnt zur Arbeit, den ihr jeden Tag, jeden verdammten Tag macht, ja, hin und zurück. Und irgendwann gibt es dann immer Momente, da bist du gedankenlos. Das heißt, du bist sowas von irgendwo anders vom Kopf her, weil dein Körper in irgendeinem Mechanismus gefangen ist, das heißt diese Bewegung, das Steuern des jeweiligen Fahrzeuges, aber du bist gedanklich irgendwo, weißt nur nicht wo, plötzlich merkst du nur dann, wenn du, weiß ich nicht, 2, 3 Kilometer gefahren bist und dann überlegst, hä, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Wenn du dir zurück überlegst, kannst du dich nicht an diesen Moment 10 Minuten, naja, 10 Minuten vielleicht ein bisschen lange, aber die letzten 2 Minuten daran erinnern, wie du diesen Weg gefahren bist. Und diese Situation, diese Momente habe ich, wenn ich gestalte. Nicht immer, gerade wenn es geht in diese digitale Schiene. Also wenn ich zum Beispiel Mac erschaffe, irgendwas für Mac oder MAG, Medium Auge Geist. Also je nachdem, wie man es kann, jeder definieren oder sprechen, wie er möchte. Ne? Aber dann ist das wie so ein, als wenn ich einen Zugang bekomme. Ja.
in eine ganz andere Welt. Ich muss noch dazu vorher sagen, also ich habe mich mit eine Zeit lang mit Thomas auch über mit der Zirbeldrüse beschäftigt und diese spirituelle Meditation und das so ist man halt nach und nach da reingekommen, ne? Einfach nur so. Man hat dann daher die Zahnpasta umgestellt, weil man gelesen hat, dieses Fluorid eigentlich total, weil es die Zirbeldrüse belastet. Aber ich kann euch sagen, ja, wenn ihr euch und anderen schon keine Grenzen setzen könnt, weil ihr es gelernt habt, dass man das nicht muss, ja, kann ich euch empfehlen, googelt mal nach der Zirbeldrüse. Das ist ein Organ, das hat jeder Mensch im Kopf. Das verkrustet über die Jahrzehnte, über Gifte, ja, und über Stoffe im Essen und Zahnpasta, Fluorid zum Beispiel, übermäßiger Zuckerkonsum, nicht Zucker, also raffinierte Zucker, ne, also Industriezucker. Ne? Und da gibt es, das ist eigentlich man nennt es auch das dritte Auge. Ja, wenn es wird die Indoktrination und äußere Einflüsse, ja, spackt es zu, kalkt zu, wie auch immer man das nennen will. Und man lernt es, sich darauf zu verlassen. Das verlernt man einfach. Und ich kann euch einen Tipp geben. Informiert euch mal bitte darum, um dieses Wort Zirbeldrüse. Das ist das Organ, was im Zentrum des Gehirns ist. Ja, an der Hirnanhangsdrüse, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn ihr das schafft, dieses Ding zu aktivieren und ein bisschen gängiger wieder zu machen, kann ich euch sagen, wusste ich damals auch nicht, aber kann ich euch sagen, öffnet das ganz neue Wege im Empfindungsbereich. Ne? Das heißt, wenn ihr es schafft, also durch Meditation oder was auch immer für euch am besten ist, bekommt ihr einen ganz anderen Zugang zu dieser Welt. Also, ich will nicht gleich so tief. Das ist auch das Organ, was das Todeshormon ausstößt. Also jeder ältere, sterbende Mensch. Ja, denn da wird auch noch Adenochrom zum Beispiel mitproduziert oder Adrenalin. Ja, Adenochrom ist ein Bestandteil des Adrenalins, aber das wird auch darin produziert. Deswegen ist das wie so eine Droge. Ne? Deswegen ist das wie so ein Rausch, weil du dieses Empfinden hast. Ne? Und die Zirbeldrüse ist im Prinzip ja wie so ein das Organ, was dafür zuständig ist. Einfach, ganz einfach. Na, und wenn ihr Wege findet, ja, die zu aktivieren, dann werdet ihr auf jeden Fall die Welt viel, na nicht anders will ich nicht sagen, aber in viel mehr Spektren wahrnehmen. Ja, das heißt, ja, da müsst ihr euch mal informieren, kann ich euch nur ans Herz legen, weil dann öffnet sich auf jeden Fall ein höherer Horizont. Es geht nur langsam und stetig, aber wenn man es permanent betreibt oder ich meine, ich meditiere zum Beispiel nicht mehr. Ich habe es eine Zeit lang versucht und habe es aber nicht mehr gemacht. Ja, aber aus dem Grund, weil das für mich nicht die richtige Form ist. Ja, das wird jeder für sich selber rausfinden. Einige können es, aber ich finde, Stille ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss es lernen, mit Stille klarzukommen. Also wenn du mit dir alleine sein kannst, du musst, aber als erste Grundlage bitte ich euch, werdet mit euch, kommt mit euch ins Reine. Alle Zwänge, alle Probleme, die ihr habt, werdet sie los, schreibt sie auf, sagt es denjenigen, mit dem ihr die Probleme habt. Werdet es einfach los. Ihr müsst euren Geist von solchen Geschichten befreien, sonst funktioniert das bitte nicht. Macht das. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr mit euch im Reinen seid. Sobald ihr es schafft, unbegrenzt von Stille umgeben zu sein, ohne Handy, ohne Telefon oder was auch immer, ohne Internet, wenn ihr das schafft, ja, dann seid ihr auf jeden Fall, habt ihr eine gute Grundlage dafür, das mit der Zirbeldrüse weiter in Angriff zu nehmen. Weil du darfst auch keine, also wichtig ist es auch, dass man bei sich bleibt, also dass man immer fokussiert aufs Innere bei sich bleibt und nicht, das hat der gemacht, was macht der, das will ich auch. Was machen andere, das darf einem nicht interessieren. Ja? Der hat mehr Geld als ich, das spielt keine Rolle. Ihr müsst bei euch bleiben. Was macht ihr für euch am besten? Und das ist das, worum es geht, ja. Und wenn ihr das schafft, ist das eine wirklich, wirklich richtig gute Grundlage. Und das zum Beispiel hatte ich schon immer. Ja? Dieses Empfinden. Und ich muss noch dazu sagen, wenn ich zum Beispiel wenn ich irgendwas erzähle, setze ich mich nicht als Ego in die Mitte. Also wenn ich über den Menschen rede, dann habe ich visuell, gucke ich aus dem Weltall auf die Erdkugel. So sehe ich das immer. Egal, worum es geht. Also ich setze mich nicht an erster Stelle, aber es wird einem immer so ausgelegt von
Neidern, wie auch immer, und wird auch einem zur Last gelegt. Weil das bei den Menschen als Grundvoraussetzung ist, dass sie als Zentrum sind, sie sind das Ego, sie sind der Herr über alles. Und was sie machen, ist alles richtig. Das, was andere machen, ist nicht korrekt. Und wenn andere etwas anders machen, dann wird das analysiert, dann wird das schlecht geredet. Das sind diese Leute, die mir zum Beispiel auch sowas zur Last legen, genau, weil sie nicht anders denken können. Ja, wenn ich irgendwas sage, zum Beispiel ich hasse Menschen, ja, dann ist das nicht, dann nehmen die meisten das gleich persönlich. Ja, aber keiner kommt auf diese Idee, das auf die Masse zu sehen, weil die Masse ist leider, wie soll ich sagen, versaut, ja, durch die alte Welt, die jetzt wegbricht, was auch gut ist, ja, und durch diese Mängel, die erzeugt wurden, diese Panikmache, dieses permanente Krieg, was um einen rum ist, das gehört alles dazu. Und das ist, ja, und dass man Ego fährt, dass ich will präsentieren, ich habe dieses Auto zwar auf Kredit gekauft, das interessiert ja keinen, sieht man ja nicht, ne? Aber ich habe dieses teure Auto unterm Arsch, ich kann mir das leisten, du dir nicht, ich bin was Besseres. Das ist zum Beispiel total falsch und das ist das, was auch nicht gesund ist und was auch krank macht. Ja, und dementsprechend dieses Selbstdarstellerisch. Es gibt genug Leute, die wollen nur ihr Ego poliert bekommen, ja. Und dann gibt es natürlich Leute, die sind die typischen Anhänger, die brauchen immer einen, der denen sagt, wie es lang geht, ja. Und davon gibt es leider viel zu viele. Und deswegen sind auch die Leute so blind, ja, und sind nicht in der Lage zu recherchieren. Ja, es ist im Prinzip, da hängt so viel dran, ja, also dass sie selber mal sich den Weg machen, im Internet zu recherchieren. 95% des Wissens steht im Internet, ja. Und es wird von Tag zu Tag immer mehr, ja. Und die Leute sind einfach viel zu träge, durch das Medium Fernsehen aber auch, ne? Was dieses Recherchieren angeht, ja. Die haben es einfach nicht gelernt, irgendetwas in Frage zu stellen, ja schon, ne? Aber dann kriegen sie auch aus dem Fernsehen, aus einem anderen Sender oder wie auch immer, das nochmal wiederholt, und glauben sie es, ja. Und dieses, wenn drei Stimmen das sagen, dann muss da was dran sein. Ob das nun, aber diese Recherche, das einfach mal wirklich noch einen vierten Weg zu nehmen oder einen fünften Weg zu nehmen, zum Beispiel übers Internet, und da was nachzurecherchieren, das haben die Leute nie gelernt. Ja? Und das steckt halt so in den Köpfen, dass es immer einen geben muss, der denen sagt, was sie glauben sollen. Ja? Und das hast du teilweise für die Leute, die ihr Ego an sehr hoher Stelle stellen, ja, über andere. Das ist natürlich das gefundene Fressen für solche Leute, die nur konsumieren und denen gesagt werden muss, was richtig und was falsch ist. Ne? Und der eine, der glaubt, er macht alles richtig, der hebt sich dann dadurch hervor, durch vielleicht noch, wirft dann auch mal, weil er ist ja mal ab und zu mal ein bisschen lustig, macht mal hier einen Witz, damit alle freundlich sind, alle lachen und bla bla bla. Aber insgeheim nutzt er alle nur für seine Zwecke. Ja? Das sind Informationen sammeln. Ja? Und das merkt man besonders bei DOT, weil da diese typischen Hierarchien sind. Ne? Du hast ja Grüppchenbildung, da gibt es immer ein Alpha-Männchen und alle anderen sind dann da die Horde. Ne? Und das Alpha-Männchen entscheidet immer und lenkt so ein bisschen die Horde. Ja, nicht mit alle mit einmal, immer so, so immer so Stück für Stück. Ne? Denn es gibt so gewisse Leute, die tragen das dann zu den anderen weiter und immer so weiter. Und genau, und dann setzt das Alpha-Männchen sich auch mal augenscheinlich für die Lämmer ein, ja, und schon wächst das Ansehen bei den Lämmern. Aber was die Leute vergessen, die so ein hohes Ego haben, zum Beispiel, dass das auch nur in so einem kleinen Rahmen funktioniert. Ja, sobald es in der Öffentlichkeit passiert und du machst diese gleichen Prinzipien, ja, wendest du draußen an, das funktioniert nicht. Da wirst du im Gegenteil eher lächerlich, wirkst du dann dadurch. Und das ist, weil du kriegst da draußen als Egoman, sage ich mal, nenne ich ihn mal jetzt, kein direktes Feedback. Ja? Denn du verhältst dich genauso egozentrisch weiter wie vorher auch, wie du es da machst. Versuchst mal ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber insgeheim glaubst du fährst den richtigen Weg, weil du das bist, aber in Wirklichkeit gucken dich die Leute komisch an. Ne? Aber naja, das geht schon zu weit rein, aber so ist das halt. Im Prinzip, das ist das, was ich meine, wenn du falsche Grundvoraussetzungen hast, dann wirst du auch das, was ich jetzt hier sage, alles nicht nachvollziehen können. Ja, das ist, du musst frei sein vom Kopf her auch allein. Du darfst dir keine Grenzen setzen. Wenn du über die Menschen redest, musst du dir den Planeten vorstellen können, ne? Und nicht eine Menschengruppe oder wie auch immer, was ihr euch da so vorstellen könnt. Du musst dir es vorstellen können, dass du den Planeten in der Gänze siehst. Du bist
hast hinter dir das Weltall und du siehst den Planeten Erde, wo die Menschen drauf sind, wenn du dir das mal so vorstellst, dann wirst du merken, dann haben gewisse Probleme auch gar keine Relevanz mehr, weil es bedeutungslos ist. So wie dieses Intrigengespinnerei, ja, was die vielen machen, gerade in so einem kleinen Grüppchen, wie jetzt bei DOT, ich will den Namen jetzt nicht tausendmal sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das eigentlich darf, aber das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, weil jetzt habe ich den Augenblick den Faden verloren, naja, ist egal, aber das sind diese Probleme, die auch in der Gesellschaft dann auch auftauchen, ne? Deswegen werden auch Grüppchen gebildet, damit so eine Form von der Hierarchie funktioniert. Ja, deswegen gibt es ja auch Glaubensrichtungen. Dann gibt es die Verschwörungstheoretiker. Dann gibt es die, ach so, ich werde ja auch oft als Verschwörungstheoretiker bezichtigt. Aber ich sehe mich nicht als Verschwörungstheoretiker. Ich bin ein Wahrheitssuchender, weil ich nehme nichts so hin, wie es kommt und wie es mir vorgelegt wird, weil ich kein vertraue, gerade nicht den Medien und alles, was so drumherum ist. Ich vertraue niemanden. Ich vertraue nur einem. Und das bin ich. Ja, ich traue mir auch alles zu. Ob es dann gut wird, ist dahingestellt. Aber ich traue mir persönlich alles zu. Ich kann alles. Wie es nur wird, ist eine andere Sache. Also jeder kann eine Wand bemalen, ja, und ist dann Maler. Aber ob es gut wird, das hängt dann immer davon ab, wie oft man das gemacht hat. Also, aber einen Pinsel in die Hand nehmen und die Farbe an die Wand bringen kann auch jeder. Also sollte sich auch jeder mal diesen Ansatz hervorhalten und sagen, so habe ich schon immer gedacht. Ne? Also dass ich traue mir alles zu, ob es nun im Endeffekt perfekt wird es nicht, aber ich traue mir trotzdem alles zu. Ja? Und so bin ich immer rangegangen. Und wahrscheinlich habe ich mich dadurch auch in einer gewissen Hinsicht geschützt vor den äußeren Einflüssen, wovon viele in Angst geraten sind und in Panik und dadurch sich nicht mehr trauen, abends noch Fahrrad zu fahren, weil die Medien da suggerieren, sind die ganzen Ausländer, die hier reingelassen wurden, die nur Trubel machen und Leute vergewaltigen und hast du nicht gesehen. Das ist ja im Prinzip ja alles nur, um Angst zu machen. Ne? Diese ganzen Missstände oder Mängel, die in dieser alten Welt, die jetzt verschwindet, herangezüchtet wurden über die Jahrzehnte, die machen die Leute krank und bringen ihn eigentlich von dem natürlichen Weg ab. Und ich bin, soweit ich das behaupten kann, seit meiner Geburt von Anfang an auf meinem natürlichen Weg. Und deswegen bin ich wahrscheinlich vom Bewusstsein teilweise sehr weit und weiter als andere. Und deswegen suche ich ja noch jemanden oder mehrere, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Deswegen hoffe ich, dass irgendjemand von euch, der das hört, da mitreden kann. Ne? Ich würde mich auch gerne mal austauschen. Jemand, der auf einem ähnlichen Level ist wie ich. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Ne? So geht das halt weiter. Ne? Und ich bin immer auf der Suche. Also für mich, Thomas hat auch oft gesagt, ja, und wenn es dann nicht so ist, also wenn man keine Antwort auf eine Frage kriegt, ja, dann findet er sich damit ab. Dann ist es einfach so, war seine Aussage immer. Ne? Ich bin aber so, nee, ich werde auch dann, wenn ich eine Antwort für eine Frage habe, immer weiter fragen und immer weiter suchen. Und so bin ich heute vom Bewusstsein und von der Wahrnehmung da, wo ich jetzt bin. Und es kristallisiert sich immer mal zu was Größerem raus. Also auch so dieses Timing mit Photoatomar, ne? Dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, am Wechsel dieser Welten, ja, dass ich weiß, woher auch immer, aber ich weiß, dass Photoatomar in der neuen Welt seine Funktion bekommt. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Und auch dann richtig zur hundertprozentigen Sicherheit funktioniert. Also zu 100% funktioniert. Naja, das könnt ihr wahrscheinlich nicht hundertprozentig verstehen, weil ihr nicht in Photoatomar drin seid. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Darum geht es jetzt auch nicht. Ne? Genau, und im Prinzip habe ich durch mein offenes Denken und durch meine Erfahrung und auch in mir was entdeckt. Also ja, ich habe halt auch gelernt, dass das Leben, dass es immer um Schwingungen geht. Ne? Deswegen gibt es auch diese Sachen wie, ich finde den sympathisch. Ich sehe einen Menschen zum ersten Mal, bin in deren Nähe und fühle mich sympathisch. Also ich finde den Menschen sympathisch. Ja? Das ist diese Schwingung, die der andere dann auch hat. Ne? Und ich bin der Meinung, durch mein Wissen, was ich mittlerweile erlangt habe, dass ich sagen kann,
man sucht automatisch immer nach diesen gleichen Schwingungen und deswegen, weil man sich damit gut fühlt und wohlfühlt, deswegen suchst du immer nach gleichschwingenderen Menschen. Ne? Gleich positiv schwingenderen Menschen, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, verständlich. Genau, und ich glaube auch, dass der Mensch unterbewusst immer auf der Suche ist nach positiv schwingenderen Menschen, aber es nicht funktioniert, weil er abgelenkt wird von den ganzen Notständen, also von diesen ganzen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe keinen Strom, ich habe kein Wasser, ich hab kein Sprit im Auto. Diese ganzen Geschichten, die künstlich gemacht wurden, dienen eigentlich nur dazu, um uns Menschen in der dreidimensionalen Welt von allem abzulenken, von dem eigentlich Natürlichen. Und das ist die Suche nach der höheren Schwingung. Genau, und da höre ich jetzt erstmal auf. Oh, ja, und sag erstmal, ich hoffe, das ist spannend noch für euch und ihr wisst und könnt mir folgen. Ich wünsche euch dann nochmal einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört, und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.